Kaum 5 Wochen im Amt und schon gefeuert. Großbritanniens neue konservative Regierung von Premierministerin Liz Truss hat sich von Finanzminister Kwasi Kwarteng getrennt. Grund dafür sei Kwartengs umstrittene milliardenschwere Steuersenkungspolitik. Die hatte wegen einer drohenden hohen Staatsverschuldung zu Unruhe an den Finanzmärkten und Unmut innerhalb der Tory-Partei geführt. Kwarteng hatte zuvor einen Besuch beim Internationalen Währungsfonds in Washington vorzeitig abgebrochen. Auf den Finanzmärkten sorgt die Ablösung Kwartengs zunächst nicht für Ruhe. Das britische Pfund ist um 1,1% gegenüber dem Dollar gefallen.